Oh, was nur? Was? Ah, gut. Geh spionieren. Wohin sollte ich fliegen, Chani? Oxintavia, okay. Da muss es, glaube ich, das hier sein. Genau. Okay, und nun? Das ist der Ort, an dem wir uns trafen, Paul. Erinnerst du dich? Ja. Nun müssen wir in westliche Richtung weitergehen. Das Städtchen, in dem mein Vater wohnt, liegt hinter diesem Felsen. Sieht wie ein Teacher aus. Dann gehen wir doch mal dorthin. Was denn nur? Was tun wir mit den Saboteuren ist? Man kann überhaupt nichts dagegen machen. Moment, dies ist meine Tochter Chani. Ja, Vater, und ich habe dir jemanden mitgebracht. So, aha, Paula Dries ist der berühmte Moordieb. Stilgar hat mir nichts gesagt, aber wollte, dass du ihn kennenlernst. Wäre es nicht interessant, ihm über die Experimente zu berichten? Hm, wirklich? Aber er ist ein großer Anführer, Vater. Er kennt bereits 32 Sieges und 19 Truppenanführer. Ja, das recht, ihr beiden. Ich werde ihm alles erzählen. Du hast den Planeten gesehen, eine einzige große Wüste. Die Menschen in der Außenwelt sehen ihn nur als Gewürzlieferanten. Aber die Leute hier lieben ihre Heimat und möchten sie freundlicher gestalten. Ich führe Vegetationsexperimente durch. Eine Vegetation, die im Sand wächst. Ich wollte eine neue Art Keimling schaffen. Ich habe hier einige. Komm mit ins andere Zimmer. Siehst, sind diese Keimlinge beinahe fertig. Nur noch ein bisschen Pflege. Ich bräuchte nur einige Fremen-Truffs zur Unterstützung. Ich kenne ein paar Sieges in der Gegend.
Geh und bitte die Fremen dort nicht zu helfen. Euer Wasser, geh in den Raum zu deiner Linken. Du bist der erste Besucher, der dich sehen darf, Paul. Es gibt viele Reservoirs dieser Art, Paul. Ein alter Traum der fremden Vegetation auf Arrakis. In der Luft auf Arrakis ist eine winzige Menge Feuchtigkeit enthalten. Wir verwenden Windfallen, um sie der Luft zu entziehen und hierher zu leiten. Und wir haben auch ganz geringe Mengen des ganz besonderen Wassers des Lebens. Dies wird von unseren wenigen ehrwürdigen Müttern benutzt. Das Wasser des Lebens erweitert das Bewusstsein, aber nur wenige Leute können es trinken, ohne daran zu sterben. Möchtest du es probieren, Muradut? Nein. Eine weise Entscheidung. Vielleicht kommt einmal der Tag, in dem du bereit bist, es zu trinken. Wollen wir hoffen. Okay, Karte bitte. Gehen wir mal hier hin. Mein Trupp ist im Bledern Tuek stationiert. Seit einigen Stunden sind wir mit Spionagetätigkeiten beschäftigt. Wir haben einen Hack-Connector. Naja, es ist mir egal, wie gut die sind. Wie sieht es eigentlich bei euch inzwischen aus? Cool. Okay. Tüchtig. Und ihr habt überhaupt keine Ausrüstung, das ist aber schlecht. Neulinge, okay. Ich will gar nicht so weit wegfahren im Moment. Oder fliegen. Ah, das Dorf. Ich brauche Waffen. Und was hast du für mich? Sandkriecher. Nein, ich will keinen Sandkriecher. Was hast du für mich? Nein. Grüßmesser, nein, brauche ich auch nicht. Ich will diskutieren. Hast du noch andere Sachen für mich? Wie sieht's bei dir aus? Hattest du... Truppenaufgabe ändern? Ausrüstung suchen. Oh,
wow, ihr seid ja schnell. Ja, ich weiß schon, ihr habt besiegt. Wunderbar. Und wir kriegen dann weitere Truppe dazu. Gut. Bist du irgendwas Nützliches? Gut. Ausrüstung? Keine. Bewegen bitte. Verdammt. Ich muss erstmal wieder heraus.